Wir reden einfach irgendwas, was uns gerade in den Sinn kommt. Grüß euch, mein Freund. Grüß euch, mein Freund. Wie heißt du denn? Linus. Du bist der Linus. Und du bist der? Servus, Schmerpa. Du bist der Paul. Und ihr seid zwei richtige Darmstädter hier, ne? Ja. Darmstädter live, Darmstädter Originale. Heine. Wir sind Heine! 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 Uns schlägt keiner. Ich wollte zwar heute ein bisschen auf die seriösere Schiene gehen, aber lass mich mal kurz in die Mitte, Jungs. Ja. Es ist mir hier aufgefallen, als ich langgelaufen bin, runter vom Alisa-Hospital. So geile T-Shirt gibt's ja in Deutschland gar nicht hier. Guck mal, was steht da drauf? Get Swifty ist von Rick and Morty. Genau, geil, geil. Ja, und wo hast du das gekauft, Digga? In Spanien. In Spanien? Ja. Beim Ballermann-Urlaub? Nee, nicht auf Mallorca. Wo warst du gewesen? In Malaga. Ja. In Andalusia. Die sagen Andalusia. Ja, genau. Wie sagen die Andalusia? Als ob sie dir mit der Zunge ein was machen? Genau. Und jedenfalls, da sind tolle Menschen dort. Ja. Vor allen Dingen auch tolle Senioritas. Da muss man natürlich sein Tanzbein schwingen können und auch gut Salsa tanzen können. Ne? Nimm mal besser. Und wo hast du dein T-Shirt her? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Du weißt es nicht mehr. Wenn du es nicht weißt. Nur Kasachstan. Kasachstan. Wahrscheinlich Kasachstan. Wenn du es nicht weißt, dann rufe ich jetzt den Jens an, dann soll er mit der Schere vorbeikommen. Dann wird mir das T-Shirt jetzt hier zu einem Tanktop umwandeln und dann weißt du es vielleicht. Nee, hier, guck mal, Baufrei. Oder so. Baufrei, der neue Style bei den Männern 2019. Und mal besser. Ihr seid Darmstädter. Was macht ihr dann so beruflich oder privat? Was macht ihr dann so? So Schule. Schule, aber Abitur macht ihr noch? Ja. Und wo soll die Reise hingehen jetzt? Nach Malle. Nach Malle? Nach Malle, ja. Wusstest du dir eigentlich schon, dass ich auch einen Malle-Song gemacht habe? Nee. Und der geht einfach so. Wir sind auf Malle, Party, Weiber, Strand. Wir trinken aus Eimer, verlieren den Verstand. Wir sind auf Malle, 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 ole. Malle, 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 ole. Geil. Plauze, der Mann, der mit vielen Wassern gewaschen ist. Sangria aus Eimern. Ja, natürlich. Kennt ihr schon die vier Schritte des Verkaufs, meine Freunde? Nee. Freundlicher Erstkontakt, Bedarfsermittlung, was will der Kunde, Einwandbehandlung und Abschluss. Diese Taktik funktioniert auch hervorragend im privaten Bereich bei der Frauenwelt, weil merke, die Frauen handeln mehr emotional und mit diesen Sprachrhythmen kannst du ihre Logik kurzzeitig aussetzen und somit sie knacken. Aber da musst du natürlich ganz klar nach den Schritten von Plauzi vorgehen, sonst kann das Ganze... Was war der zweite Schritt? Erstkontakt, Bedarfsermittlung. Das heißt, was wünscht was sich der Kunde, was will der Kunde, was braucht er denn? Und vor allen Dingen musst du es ihm liefern können. Ja? Viele intelligente Fragen stellen. Und bei der Einwandbehandlung, wenn die zum Beispiel sagt, die Dame, ja, ich habe keinen Bock, du bist hässlicher Typ, geh mal weiter. Hast du, schön, dass du das so offen ansprichst. Das macht die Kommunikation zwischen uns beiden gleich viel einfacher. Und dann, abgesehen davon, angenommen wir, fiktives Luftschiffbauen, geht aus der Entscheidung raus, auch raus aus der Entscheidung, rein in die Meinungsfrage und dann hast du sie praktisch schon im Sack. Die Katze im Sack. Waren es nicht vier Schritte? Ja, und dann der Abschluss. Zum Schluss der Abschluss. Achso. Wie sieht es aus mit dem Abschluss? Termin? Passt dir besser Sonntagnachmittags, wenn du aus dem Koma erwacht bist oder besser morgen, Montagmorgens, wenn es noch ein bisschen gechillt vorangeht hier mit dem Kaffeekochen. Ne? Finde ich gut. Also Angebot, abonnieren. Wie heißt der Kanal? TV Plauze. TV Plauze, abonnieren. Alle teilen über WhatsApp und Social Media und so. Genau. Was macht ihr heute noch, Jungs? Wir müssen jetzt gleich los. Ganz kurz. Oh, die Zähne halt. Wer nicht abonniert, wird vom Frettchen gebissen. So sieht's aus. Ja. Wo macht ihr hin heute, Jungs? Was du halt so kommst? Wie? Wohin? Haben wir uns spült? Ihr habt doch gesagt, ihr müsst gleich gehen. Wo geht's hin? Komm, jetzt verrat mal. Zu Freunden. Wir sind top. Zu Freunden, ja. Hier. Hä, Digga? Was ist denn da drauf? Ich weiß ganz genau, was ihr im Schädel dürft. Ihr seid so 10 Jahre jünger wie ich ungefähr. Ihr seid so Teenager noch, ne? Ja. 18, 19, ne? Jawohl, ich weiß, was ihr im Schädel dafür habt. Ihr müsst immer schön die Pariser einpacken. Und wenn es mal schief gehen sollte, da oben ist ein tolles Krankenhaus. Das heißt Alisa Hospital, okay? Da kommt der Doktor mit der Penicillinspritze. Geil! In diesem Sinne, meine Freunde. Hat mich gefreut. Alles Gute, bis bald. Auf dem besten Kanal Deutschland, TV. Plauze. Plauze, genau. Ja. Schönen Tag euch noch, ne? Ciao. Tschüss. Ciao.